Leute, Freitagabend, ja, herzlich willkommen zum Dienstagsvlog. Was mache ich jetzt gerade? Wo stehe ich hier rum? Und warum ist Blasmusik im Hintergrund? Ja, Blasmusik im Hintergrund, Freitagabend, 100-jähriges Bestehen vom Musikverein Burgheik. Werbung wegen Markennennung, ne? Ja, so in etwa, sagen wir es halt gleich vorweg. Deswegen Blasmusik ist vorne am Sportplatz. Ich stehe unten an meinem Feld am Äpfelbiedler. Ja, und was mache ich? Falls mir überhaupt noch was erkennt, wenn es der Kamera nicht schon wieder zu dunkel ist. Ich habe Wasserschäden beseitigt. Ja, die sind jetzt doch zum Vorschein gekommen. Da hat es doch ein bisschen durchgefleit. Nicht so schlimm wie schon einmal vor einigen Jahren. Da war das ganze Beet dann komplett umgegraben. Da konnten wir fast noch einmal komplett neu stecken. Aber da waren doch ein paar Stellen, wo das Wasser neu ist und hat halt so einzelne Reihen auseinandergerissen und ein paar Kartoffeln verschwemmt. Ja, und die habe ich jetzt gerade wieder eingegraben. Jetzt ist es 10. Ja, ich laufe jetzt mit meinem Häckle heim. Mein Werkzeug. Eine alte Hacke. Mit der geht sowas wunderbar. Und ja, das habe ich jetzt wieder schön gemütlich nach Hause. Und dann ist endlich Feierabend. Hier runterwärts den Weg muss ich auch noch ein bisschen sauber machen. Da hat es auch noch einiges vom Steinzeug noch liegen. Sieht mir jetzt aber, wie gesagt, alles auf der Kamera wahrscheinlich nicht mehr. Ja, naja. Ist das Wasser nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen? Ist da schon wieder 2 Tage her, aber die Schäden beseitigt es länger. Hilft nichts, ist halt so. Kopf hoch, weitermachen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ja Leute, gestern Abend, Samstagabend, habe ich einen Livestream gemacht und da haben mich einige gefragt, wo werde ich wohl am Sonntag sein. Ob ich auf dem Schleppertreffen Gelbsreuth bin, das habe ich im letzten Video schon angekündigt. Das hat nicht funktioniert, beziehungsweise das habe ich verschoben. Ich bin auf dem Jubiläum vom Musikverein Burgheik. Oder zumindest in der guten Nähe, weil weit ist es nicht. Wir hatten jetzt 3 Tage lang schon Blasmusik. Ja, und jetzt machen sie gerade ihren Umzug. Die ganzen Musikvereine so aus dem Umkreis. Die Böbinger Senator. Ja, und ganz hinten dran sind die Traktorfreunde Kirchlois-Lösau. Die sind unterwegs mit 2 Eichen am MAN und am Deutz. Bin gerade am überlegen, soll ich mich mit meinem Kramer einfach hinten dazwischen zwicken? Und wenn jemand fragt, wo kommst du her, du gehörst doch gar nicht dazu, dann sage ich einfach, bin Einheimischer, ich darf das. Wäre eine Sache, hä? Tja, da geht was, würde ich sagen, da geht was. Newton. Die machen jetzt eine große Rundtour durchs Dorf. Eiche EKL 16, glaube ich, müsste das sein. Den hatten wir schon mal auf dem Hof. Immer ein Aggerdiesel Allrad. Dann kommt der kleine Deutz. Keine Ahnung, den Typ erkenne ich nicht. Ja, und hinten dran noch ein großer Eiche. Könnte Allrad sein. Da kommt er. Ja, ich würde mal sagen, ich habe eine sehr gute Position hier. Ich kann alles schön überblicken. Wir sind in absoluter Nähe zum Festgelände, kannst du sagen. Luftlinie sind es, ja, wenn es sind, 500 Meter vielleicht. Festgelände ist ja da vorne. Da marschieren sie alle rauf. Thank you.
Ja, so sieht das Ganze aus. Das mache ich am Sonntag. Ja, man muss ja nicht immer fortgehen. So, und da ist es mittlerweile wieder Montag. Ja, Zeit vergeht immer so schnell und viel passiert ist nicht. Ja, ich habe jetzt am Sonntag einen Miststreuer angeguckt. Einen Fella DS35. Eigentlich keine schlechte Miststreuer. Schaut optisch gut aus. Gut, müsste zusammengerichtet werden gar. Ist schon angefangen worden. Achse, Auflaufeinrichtung und. So an sich nicht schlecht. Aber meine Leute haben gesagt, das ist eine mit liegenden Walzen. Machen wir nicht. Hatten wir wohl schon mal zur Probe. Und liegende Walzen haben bei uns nicht funktioniert. Das ist einfach ein zu dickes Streubild, was der hat. Wollen sie nicht, weigern sie sich. Ja, dumm gelaufen. Werde ich jetzt meinem Bekannten da Bescheid sagen. Das wird leider nichts werden. Schade. Aber wenn sie sagen nein, dann ist es so. Über alles entscheiden kann ich auch nicht. Und wenn ich mich Streuer anschaffe und die sind dann immer wieder schlecht gelaunt, wie ich am Streubild oder sonst was. Das hatte ich bei meiner ersten Presse, die ich hatte. Dann macht die ganze Sache absolut keinen Sinn. Blöd gelaufen. Vorher jetzt gesagt, der Arbeitskollege, der hätte noch Streuwalzen rumliegen. Der hat jetzt Maß genommen. Und jetzt, der Arbeitskollege bringt die einmal mit. Haben wir Höhe von 92 cm und meine haben wir Höhe von 94 cm. Muss man halt ein wenig umbauen, hat er gemeint, und dann könnten wir die nehmen. Keine Ahnung, mal gucken. Ansonsten die Alternative ist selber bauen. Der andere, der drinnen stand, also die, die den Livestream gesehen haben, am Samstag, haben es mitgekriegt. Der andere ist verkauft worden, ich meine bei 400 Euro eine Camperfräse. Tja, da wenn du nicht gleich zuschlägst und fangen wir es mal so wie es war, ich war 5 Minuten zu spät dran, blöd gelaufen. Naja, ärgern wir uns nicht, wir haben eine Miststreuer, wir brauchen ja bloß zusammenrichten, dann funktioniert er wieder. Und was anderes kann man aller Weg haben. Ja, und heute stehen wir hinten bei die Pferde. Da haben wir gedacht, naja, schauen wir mal da runter. Am Freitagsflug habt ihr die Schweine gesehen und jetzt sind wir halt mal im Pferdestall hinten. Ja, den habe ich gerade frisch eingestreut, die haben Heu gekriegt und Stroh gekriegt. Gandhi steht hin und die Hanna steht hin. Und die Gehummel. Der Jockel und der Maggie sind auch wieder da. Die Emma steht hier hausen. Tja, ich fülle gerade meine Wasserkübel auf. Die ganz normale Arbeit jetzt, vor allem im Sommer musst du halt öfters auffüllen. Da gehen in der Woche schon mal durchaus 600 bis 1000 Liter Wasser durch. Ist einfach so. Ja, was ich euch hier noch zeigen wollte, die Schwalben bauen Nest. Ja, aber nicht in denen vorgefertigten, die ich habe, also nicht da vorne. Das wollen sie nicht, sondern bauen selber eins. Schön aus Schlamm. Wenn sie wollen, na gut, soll mir recht sein. Sollen sie halt selbst eins bauen. Ist so wie es ist. Da an der Stelle stört es mich nicht, weil da liegt normal kein Futter drunter. Ich muss die Heu raufwärmen noch flicken. Ja, es fehlt einfach die Zeit. Und dann ist einmal Heu hinnen und einmal Heu draußen und dann ist die Sache auch gut und dann passiert da nichts. Hummel. Ja, die Nester hier draußen, die ich aufgehängt habe, die waren gar nicht angenommen. Die wollen sie überhaupt nicht. Muss ich umhängen? Keine Ahnung. Streiken sie? Wollen sie nicht. Ja. Und wie schaut die Koppel aktuell aus? Das ist aktuell die Koppel. Schon wieder alles abgefressen. Hüben durch den Regen kommt schon wieder das Gras hoch. Wird schon wieder grün. Und das, wo ich dann umgesetzt gehabt habe, letzte Woche am Dienstag, während des Unwetters, ja, das ist schon wieder alles abgemampft. Die haben richtig Kohldampf. Ja, muss ich schon wieder versetzen. Mache ich aber aufs Wochenende, das schaffe ich jetzt nicht unter der Woche, das wird mir zu knapp. Dann kommt der Zaun da aufwärts, also Richtung den Apfelbaum und oben entlang. Schauen wir mal, irgendwie so die Richtung. Oder vielleicht vor der Kirche noch entlang oder mal gucken, probieren. Ja, und da hat es im letzten Video auch geheißen, tja, dass die Pferde abhauen, bist ja eigentlich selber schuld. Geschieht ja recht, oder? Ja, wenn man zu faul ist oder das Geld nicht in die Hand nehmen will, sich einen gescheiten Zaun zu bauen. Naja, so ist es leider nicht der Fall. Vom Geld schuld es mich nicht. Was kostet so ein Zaun, wenn ich vielleicht
sagen wir mal, für die Pfähle und die Bände und alles 500, 600 Euro ausgibt, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Das ist einmal Geld, das machst du so. Sparst da ein wenig was zusammen, baust du auf, okay, keine große Sache. Wo ich halt ein wenig dran hänge, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Das ist nämlich das große Problem eigentlich. Ich will den Zaun schon in fester Form außenrum aufstellen, weil ich mir damit auch leichter tue. Ich stelle dann bloß noch das fliegende Netz da rein in den Zaun und trenne quasi meine Flächen ab. Geht natürlich deutlich einfacher, als wie immer diesen ganzen Zaun hier abbauen und irgendwo anders wieder hinstellen. Und ist ja doch immer ziemlich aufwendig. Nervt mich ehrlich gesagt auch, also so ist es nicht. Das Problem ist aber, wenn ich hier einen Zaun hinstellen will, dann muss ich den so aufstellen, dass ich auch noch mit dem Schlepper durch kann. Du musst da mal an die Obstbäume ran, weil es dir was schneiden muss. Du musst im Herbst das ganze Laub zusammenfahren und, und. Ich meine, es ist eine große Hecke da oben. Mit der Wiesenschleppe musst du auch einmal rein. Wenn du da einen Zaun hinstellst, dann muss der so stehen, dass du hinkommst. Wenn ich einen festen Zaun aufstelle, dann muss ich das nächste aufpassen an der Hecke oben entlang. Wenn ich da Pfähle hinmache, entweder ich muss sie ziemlich weit an die Hecke ransetzen, weil im Herbst willst du mit Schwade dann wegmachen, dann musst du auch ziemlich weit raus, sonst darfst du alles mit der Hand rausrechnen. Eine unheimliche Arbeit, also wo der Schwade geht, ist schön. Von daher müsste ich halt die Hecke dann erst einmal zurückschneiden, die Pfähle möglichst weit raussetzen, dann den Zaun aufstellen und ich meine, wenn die Pferde und die Gasen dann nachkommen, die fressen dann natürlich auch die Hecken wieder ab, was drüber hängt, ist kein Problem. Das nächste ist halt hier die Fläche, der Pfahl müsste sowieso neu, ist ganz klar, also der ist marode. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der hält nur durch den VA-Stahl. Sonst wäre der schon lang umgekippt. Ja, ich muss an der Fläche da, wo es jetzt hier so gemäht ist, die Mähkante, müsste ich rauf. Richtung den Apfelbaum, den wo man da sieht. An die Hecke ran, beziehungsweise noch ein Stückchen vor oben am Haus. Dann an die Hecke ran und dann den ganzen Weg wieder zurück hier. Bis hinten in die Ecke. An der Ecke hinten dann geht's runter. Upsa, da ist matschig. An der Ecke hinten geht es dann runter, bis ganz da unten rein, dann unten rüber und dann muss ich genug Abstand lassen, weil das ist der Weg, wo es da so schön saftig grün ist. Da fährt mein Bruder mit dem Radlader immer zu seinen Gänsen runter. Da darf ich nicht so weit noch. Dann wieder rauf, hier unten rüber und zumachen. So, die Holzregale möchte ich am liebsten mit reinnehmen. Die stehen ja da. Dann würden sie mir wunderbar hinten die Brennnesseln mit abfressen. Was natürlich Spitzenklasse wäre. Funktioniert natürlich auch nicht so einfach mit den Brennnesseln. Wenn ich dahin möchte, dann, wie man sieht, wenn ich die Holzregale zubaue, kommst du nicht mehr an die ran. Also muss ich unten dann wieder ein Tor reinmachen, dass du öffnen kannst, dass du mit dem Dumper reinfahren kannst. Da könnte ich diese Drähte nehmen, wie ich es bei den Schweinen gemacht habe. Ist kein großer Akt. Hier müsste ich dann irgendwo noch ein Tor ranmachen, dass du mit dem Schlepper reinfahren kannst. Und oben hier müsste ich ein Tor ranmachen, dass du mit dem Schlepper reinfahren kannst. Das muss ja alles durchdacht sein. Das ist nicht einfach einmal so hier in 0815 verfahren. Ich klopfe ein paar Pfähle rein oder in der Erdbohre, mache ein paar Löcher und stelle die Pfähle rein und spanne dann ein Ding rum. So ist das nicht. Sondern du musst schon ein wenig mitdenken. Du musst dann auch wissen, was du magst. Und da denke ich schon lange drüber nach. Das gehört gemacht. Und für dieses Jahr ist das jetzt da noch vorgenommen. Wenn noch mal ein wenig Geld über ist, dann wird das gemacht. Es ist halt einfach immer, du kannst nicht alles auf einmal. Ich meine, ich schüttel mir das Geld auch nicht aus dem Ärmel. Ich habe auch kein Geldscheiße sitzen und der Esel scheißt auch keine Golddukaten. Von daher musst halt gucken, wie du das machst. Und ja, dann ist das so. Ich sah immer wieder, weil ich gefragt werde, wann ich jetzt mit der Schleppergarage anfange. Wie ich schon gesagt habe, Schleppergarage, dieses Jahr wird das nichts mehr werden. Das ist vorbei, das ist gelaufen. Erstens, wir haben schon zu spät, jetzt ist es Juni. Zweitens einmal, ich habe absolut kein Geld mehr angespart. Das ist alles draufgegangen für den ganzen Wohnungsumbau. Ich habe Tapeten gebraucht, wir haben Fliesen gebraucht, Fliesenkleber und lauter so Scheiß. Da ist ein Haufen Geld draufgegangen. Da habe ich gesagt, ich streiche das dieses Jahr. Wird nichts mehr, klappt nicht mehr, ist vorbei. Hätte ich im März schon abreißen müssen, hätte spätestens im April die Bodenplatte gießen müssen. Und ja, ist nicht vorbei. Fakt ist auf alle Fälle, Garage aufs nächste Jahr verschoben. Leider ist so, hilft nicht. Was dieses Jahr auch noch ansteht hier am Pferdestall, und das habe ich schon lang gesagt, ist nur das Problem, ich habe wieder keinen Bagger. Der ist wieder unterwegs. Dieses Loch hier war schon immer ziemlich nass. Möchte ich die Platten weiter raufziehen,
Und da oben, wo diese leichte Abbruchkante da zu sehen ist, so, oder ja, die Unebenheit, bis dahin die Platten rüber und auch hier entlang rüberziehen, dass der Bereich geplättelt ist für den Winter, dass die Pferde da ganz normal laufen können. Dazwischen vielleicht noch eine Reihe, wo das Wasser ablaufen kann. Und unten drunter möchte ich ausbaggern hier die ganze Rinne, bis runter, durch die Holzregale durch, unten ist auch eine Rinne und das soll dann eine Drainage rein. Und dann ist hoffentlich hier auch einmal eine Ruhe mit dem ganzen Wasser. Klar, ein bisschen Dreck kannst du immer reinfleien, aber den kannst du wegkehren. Aber das nasse Matschloch da ist weg, wo halt das Wasser immer staut. Wie gesagt, das sind halt alles Sachen, das geht nicht von jetzt auf gleich. Es braucht alles Zeit, hier fehlt mir der Bagger. Fürs andere brauche ich erst noch ein bisschen Kleingeld. Ich muss gucken, wo ich dann ein paar passende Pfähle herkriege. Ich war mir noch nicht sicher, mache ich Holzpfähle oder Metallpfähle. Holzpfähle ist natürlich einfacher, weil die, wenn du den Erdbohrer hast, bohrst du ein Loch. Klopfst das Ding noch ein bisschen rein, stellst den Ruckzug außen rum, machst dann mit, ups, der ist voll, machst dann mit die Halter einfach noch, mit dem Schraubhalter, das Bond fest und dann hast du einen wunderbaren Zaun stehen. Das ist wie gesagt der Plan. Metallpfähle wären halt einfach langlebiger, aber gut, an Holzpfahl kannst du auch einfach mal bei Bedarf austauschen, auch keine große Sache. Ist alles geplant. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich das nicht machen möchte, sondern ich will das schon lange machen. Bloß, es muss halt einfach auch mal passen. Und wenn ich nicht das nötige Kleingeld habe, dann geht es halt nicht. Gut, dann wisst ihr jetzt auf alle Fälle da auch Bescheid. Ja, halt alles eins nach dem anderen. Die Garage, wie gesagt, hätte ich das ja gern gehabt, dann wäre ich lieber endlich einmal gescheit aufgerammt. Aber wenn es nicht ist, ist nicht mein... Kann man das Geld nicht aus dem Ärmel schütteln. Ich habe jetzt im letzten Jahr den Kram zusammengerichtet gehabt, das ist ein Haufen Geld drauf gegangen. Da waren kaum Ersparnisse da noch da. Dann habe ich gedacht, na gut, Spaß noch ein wenig was. Dann waren wieder ein bisschen, da war wieder ein bisschen Geld da, wo ich gedacht habe, na, die Bodenplatte und das kriegst du hin. Und den Rest dann, die Mauern, das kannst du dann gar abstottern, das kriegst du auch gerade zusammen. Wir haben veranschlagt ca. 3.500, 4.000 Euro für die Garage kosten. In Eigenleistung mit Eigenmauern und. Naja, ist halt so. Wird halt dann noch ein bisschen länger werden. Kann man nicht ändern. Aber es kommt auch noch. Mein, wie gesagt, wir machen eins nach dem anderen und irgendwie wird das. Letztes Jahr habe ich Heu zugekauft, weil das Jahr nicht gepasst gehabt hat. Wie gesagt, ich habe den Bulldog zusammengerichtet gehabt. Das ist auch Geld draufgegangen. Dann der Wohnungsumzug jetzt im Herbst, Frühjahr. Ist halt einfach so. Wenn wir ein Geld scheiße hätten, wäre es natürlich optimal. Oder ein Lottogewinn, ne? So eine Million, dann wäre mir alles egal. Dann Stottel wegreißen und dann neuer hinstellen und da vielleicht noch was machen. Weil am Stottel gehört auch ein wenig was gemacht. Du steckst überall ein bisschen Geld rein, du musst immer mal ein wenig was zusammenrichten. Und dann ist halt einfach was zu machen. Ja, so viel auf alle Fälle zu den aktuellen Tagesthemen oder Wochenthemen, die bei mir aktuell sind. Wie gesagt, also dieses Jahr stehen noch Projekte an. Nachdem Miststreue nur mit stehenden Walzen, nicht mit liegenden Walzen gekauft werden darf, soll. Ich meine, einerseits hat er recht, die liegenden Walzen habe ich selber schon wegen Bedenken. Der streut halt bloß in der Breite vom Wagen. Ganz klar. Ist nicht optimal, bräuchte ich da wegen mehr Mist, dann ist das Streubild recht dick. Dann müsstest du den Kratzboden ganz, ganz langsam stellen, fährst x-mal hin und her, in die Breite streuen, ist schon schöner. Er hat jetzt gemeint, wir richten jetzt auf alle Fälle mal unten wieder zusammen. Das ist die kostengünstigste Lösung und er funktioniert. Dann machen wir das. Ich muss, wie gesagt, nicht am Grame streuen. Der IHC ist ein wenig komfortabler. Schutzgitter vorne drauf auf dem Krüger ist kein Problem. Das kann man sich selber bauen. Und die Streuwalzen, naja, jetzt wie gesagt, wir kriegen höchstwahrscheinlich welche. Und dann wird sich schon zeigen, ob das läuft. Ja, also Miststreue steht dieses Jahr noch an. Was noch gemacht wird, am Schwader kommen neue Reifen drauf. Die alten sind recht porös, sind immer so toll. Da kommen neue, also neue Reifen, neue Schläuche. Schwartuch bin ich am überlegen, die sind mir aber eigentlich zu teuer. Ich habe ja eine Eigenbaulösung, einfach so einen alten Malzsack vor einer ehemaligen Melzerei aus Kulmbach dran. Funktioniert jetzt seit Jahren und das ohne Probleme. Deswegen ein Schwartuch habe ich deswegen noch nicht gekauft.
Also spare auf alle Fälle die Reifen. Gelenkwelle am Miststreuer soll er mal noch eine neue noch. Ladewagen soll noch eine neue noch. Ja, das ist so geplant. Die Bulldog-Garage, wie gesagt, habe ich jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Da brauche ich einfach ein wenig mehr Geld dazu. Das geht nicht einfach so von jetzt auf gleich. Was dieses Jahr noch ansteht, ist Plätteln hinten bei die Pferde. Da kommen dann noch so Waschbetonplatten umgedreht hin. So wie es halt jetzt schon im Offenstall ist. Soll oberhalb auch noch welche hin. Dann ein fester Zaun außenrum. Da muss ich aber erst einmal, wie gesagt, gucken, wegen die Pfähle. Also ich bin ja schwer am Überlegen, Holzpfähle zu machen. Die kannst du bei Bedarf dann tauschen, wenn es ist. Ist kein großes Problem. Brauche ich aber wahrscheinlich einen Erdbohrer. Da muss ich ja mal dann meinen Bekannten fragen. Der könnte ihn noch haben, wenn wir Glück haben. Dann kann ich mir den vielleicht einmal leihen. Ja, das steht dieses Jahr noch an. Und ja, die Wohnung muss fertig gemacht werden. Es fehlt noch zwei Räume hier oben. Und unten im Keller ist dann noch meine ehemalige Wohnung. Die wird dann zum Büro. Wo dann diese ganzen landwirtschaftlichen Unterlagen mit drin sind. Und alles, was du halt so an Steuer und, was du hast, kommt dann in das ehemalige Schlafzimmer von mir rein. Das war früher Hobbyraum und wird dann Büroraum und ja, teilweise Hobby. Ja, also da ist auch noch Arbeit da, da ist auch noch was zu tun. Wie gesagt, die Arbeit geht einem nicht aus, es wird nicht weniger, im Gegenteil, es wird immer mehr. Dann bin ich auch mal gefragt worden, was ich mir noch für eine Maschine anschaffen würde oder ob ein Neukauf ansteht. Also ein Neukauf auf keinen Fall, eine ganz neue Maschine kaufe ich garantiert nicht. Dafür habe ich gar nicht das Geld. Außerdem eine ganz neue Maschine. Was soll ich denn kaufen, was ganz neu ist? Die sind meistens eh zu groß, beziehungsweise ich habe Maschinen, die alle noch funktionieren, brauche ich nichts Neues kaufen, höchstens was zukaufen. Und was ich zukaufen würde, das wäre eine Kreiselecke, wenn sich da mal was Passendes findet. Ab und an stehen da mal welche drin. Es muss natürlich im näheren Umkreis sein. Es soll jetzt ja keine 100 oder 120 Kilometer weg sein. Ist auch irgendwie ein Schmarrn, sondern schon, dass du mit dem Bulldog direkt hinfahren kannst, kannst du dann abholen bzw. angucken. Sowas wäre zum Beispiel noch was, was ich mir anschaffen würde. 2,50 Meter oder 3 Meter in die Richtung. Ich meine, bislang kann ich mir immer die vom Bekannten leihen. Ist auch kein Problem. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ansonsten hängertechnisch wäre irgendwann vielleicht haben wir noch eine Zweiachse oder eine kleine Kippe oder was noch schön. Eine zweite. Mal schauen. Also eine Zweiachskippe mit so Hydraulikpumpe drauf, wo du dann selber betätigen kannst, das wäre noch so eine Option. Das wäre hinterm Krame oder hinter die Krame und hinterm Allgäuer noch möglich. Ja, das sind so die Dinge, die Pläne, die wir noch haben. Und weil ich immer wieder gefragt werde, Mann, wann fährst du denn mit dem Allgäuer? Ja, also wie gesagt, wenn sich einmal eine Arbeit findet, die meisten Arbeiten übernehmen, wie gesagt, die zwei Krame, der KA15 und der KL300. Und ja, der Allgäuer, wie gesagt, hat ja immer noch das Problem mit dem Motor. Der hat einen Lagerschaden drauf. Das ist zwar nicht so massiv, dass du nicht fahren kannst. Du kannst ihn natürlich fahren, aber er wird halt einfach auch relativ schnell warm. Und es müsste was gemacht werden, aber es fehlt einfach die Zeit. Weil in der Maschinenhalle stehen auch noch andere Projekte an. Dann war von der Firma der Anhänger hier zu machen. Oder du hast da mal andere Maschinen von anderer, wie den Fenden, wo du was einbaust. Es steht so viel an, was noch zu machen ist, da stehen die Dinge hinten an, weil es einfach nicht so wichtig ist. Man braucht ihn nicht zwingend. Er soll eigentlich eh nicht mehr so viel erben. Und deswegen hat es der Vater hinten angeschoben. Es ist immer noch im Hinterkopf, man hat es nicht vergessen, dass es gemacht gehört, aber es geht halt nicht auf der Stelle. Aber mit dem IHC ist dasselbe, wo er gesagt hat, ja, es gehört eigentlich schon mal nachgeschaut, was es ist, ob es der Massenausgleich unten drin ist, aber du musst die Zeit dazu haben. Und der IHC im Moment ist er halt im Dauereinsatz, da sind sie dann im Wald unterwegs, da brauchen sie den Schlepper, dann nutzt es nichts, wenn sie einen Kram haben, wenn sie einen Kippern ausfahren wollen. Den Häcksler, wenn sie dran haben, das geht am Krame genauso wenig. Es ist halt mit der große Hauptschlepper auf dem Hof und wenn der ausfällt, ist blöd. Und das ist halt auch keine Geschichte, die wusste mal in 3 Stunden da, du baust schnell die Vorderachse und die Ölwanne aus und guckst mal nach. Das ist aber eine größere Aktion, wenn du das machst und kein Spaß. Und von daher, wie gesagt, wenn man sich den Stress nicht geben muss, dann darf das auch mal ohne sein. Also wie gesagt, Projekte habe ich noch genug, zu machen ist noch genug.
irgendwann kommt aber alles. Eins nach dem anderen. Ja, so viel auf alle Fälle jetzt zu den aktuellen Themen. Da wisst ihr mal wieder Bescheid. Da haben wir mal wieder bei den Pferden hinten vorbeigeschaut. Und ja, die Schweine haben wir am Ding gesehen. Da ist ganz normal dann am Freitag wieder ausmisten. Weil ich auch gefragt worden bin, wann ich den ersten Schnitt mache. Also, wenn das Wetter passt, dann voraussichtlich nächste Woche. Oder je nachdem, ich habe am Freitag Brückentag, da haben wir frei. Und ja, entweder ich mähe dann am Freitag und schaue mal, dass ich es bis dann wegkriege. Oder muss ich mal gucken, wie oder was oder keine Ahnung, ausprobieren. Da muss das Wetter jetzt ein paar Tage schön bleiben. Im Moment ist es mir für Heu einfach noch ein wenig zu kühl. Da darf es ruhig noch ein bisschen wärmer sein, aber das kriegen wir auch noch hin und dann haben wir das auch. Gut, in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, das war's für dieses Video. Genug geredet, groß passiert ist ja nichts. Wir sehen uns dann auf alle Fälle am Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche. Und ja, man hört sich. Servus.